das muss hier irgendwie durch. Oder da, oder ich weiß es nicht. Und dann muss man das hier anschrauben. Das ist jetzt einfach eine Sache, wo man viel, viel fummeln muss. Und das kannst du auch nicht machen, wenn du die Kabel dran hast, hier, die Zündkabel. Und wenn dir das ins Nirvana fällt, kann es sein, dass es auch reißt, ne, kaputt reißt. Deswegen musst du halt kicken, dass du das hier heil irgendwie durchkriegst. Das kann dir hier runterfallen, das ist weg. Also weg nicht, aber das geht dann halt kaputt. Ne? So, jetzt setzt das Blut an in der Stelle. Das ist nicht mal eine Schraube. Ist angesetzt. Das gleiche Spiel machen wir jetzt mit allen anderen Schrauben. So, jetzt habe ich hier mein vorbereitetes Kabel. Das läuft dann quasi hier zwischendurch. Also hier hinten hast du ja den das Blow-by-System mit. Und da musst du zwischendurch dann unten durch. Also hier ist so eine Halterung von den Heizungsregler. Hier, den siehst du ja hier. Und da musst du unter durch. Ja, irgendwie kriegen wir das schon dahin, ne, wo wir hinwollen. Das ist halt eine Einfummelei. Und dann hast du hier... Mann, der Hund kommt. Rieke, ist gut. Und dann hast du ja hier hinten noch so einen Wasserkanal. Und da muss es oben rüber. Also das ist schwer zu erklären. Das ist auch schwer zu zeigen. Also jetzt, wenn ich euch das hier zeigen würde, ist es schwer zu sehen. Das ist nämlich nur reinste Fummelei. Und deswegen habe ich auch den alten Schutzschlauch darüber gemacht. Genau aus dem Grund, weil hier lauter scharfe Kanten sind. So, jetzt ist das soweit durch. Jetzt gucke ich mir das mal an, wo das liegt. Dann ziehe ich mir das immer ein bisschen hoch und gucke mir an, wo die 5 ist. Weil die 5 ist auf die Seite vom Beifahrer, vom Fahrer. Hier habe ich die 5. Und das muss unten rauf. Die 3 und die 1 ist hier vorne. Vorne links ist die 1. So, hinten habe ich das jetzt drauf. Jetzt müssen wir mal gucken. Die 5 haben wir hier. So, die 3 haben wir auch hier. Und die 1. Na, das ist aber noch ein Kabel. Die will man. Da kannst du ja bis draußen die Zündung nach außen legen. Alter Vater. Und das ist ja blöd. So, jetzt nehmen wir uns die andere Zylinderbank vor. Die rechte, da ist ja hier, habe ich mir das ja auch schon vorkonfektioniert, so ein bisschen, dass wir das passig da hinten hinwürgen können. Und zwar ist vorne, ne, davor steht rechts die 2. In der Mitte die 6. Zylinder Nummer 6, jetzt direkt an der Stirnwand. So, Zylinder Nummer 4 ist in der Mitte. Und Zylinder Nummer 2 ist vorne. So, als nächstes, beziehungsweise vorher haben wir da hinten in der Ecke die Massekabel angebracht und das Kabel für die Zündspule. So, als nächstes kommt hier die Ansaugspinne drin. Da mag der noch neue Dichtung, da die Linie irgendwo unter. Mag der noch neue Dichtung drin. Ja, und guckt euch mal an, wie die Kabel jetzt da liegen. Also anders weiß ich mir da jetzt auch nicht zu helfen, weil die einfach zu lang sind. Ne? Und die liegen jetzt da hinten richtig schön original da unter. Ne?
da wo der Warmwasserumsteller ist. Und das ist alles mit Unterdruck gesteuert. Wenn du mal überlegst, das geht bis rein in eine Fahrgastzelle. Ne? Da ist nichts elektronisch oder so, wie das bei den heutigen Autos so gemacht wird, mit kleinen Motörchen, die dann alle Nasen lang kaputt gehen und die Zahnräder zerbrechen und so. Ne? Einziger Nachteil bei dem Omega ist halt der V6, wo du so viel bauen musst und alles so verbaut ist. Und dass der eben so schnell rostet, der Opel. Das ist der Nachteil. Guti, guti, machen wir mal weiter. Jetzt kommt hier die Ansaugspinne wieder rein. Vorher kontrollieren, ob das alles hier fest ist, hier hinten. Beziehungsweise alle Stecker drauf sind, keine Gegenstände hier drinnen liegen. Und dann kommen hier auch neue Gummidichtungen rein. So Freunde, wie ihr seht, habe ich mir jetzt entschlossen, das Tankstück doch rauszumachen, um die Dichtung hier mit neu zu machen, wenn ich immer drin bin. Aber das sieht da unten alles ganz gut aus. Der Ölkühler, wie gesagt, der ist noch dicht. Der, wie gesagt, den habe ich mal aus Edelstahl gemacht, weil der andere mir kaputt gegangen ist. Da war der ganze Wasserkreislauf, also alles, was Wasser ist, ist voller Öl gewesen. Da hat es mir dann das Ölschlempe da oben aus dem Deckel rausgedrückt. Und dann halt gespült und gespült und gespült und gespült und gespült und gespült. Hä? Ich habe Unmengen an Spülwasser zum Entsorger gebracht. So, das habe ich jetzt schön sauber gemacht. Und das kommt jetzt da wieder rein, nachdem ich die Dichtflächen mal immer sauber gemacht habe. Das ist hier auch alles soweit okay. Bisschen Feuchtigkeit hast du immer. Ne? Hier auch. Hier ist auch was drin, aber das ist normales Wasser. Das läuft von oben. Das ist hier reingelaufen durch diesen Schlauch hier. Alles, was du da siehst, von oben nach unten runter oder von unten jetzt nach oben, wird alles nur mit 20 Newtonmeter angezogen. Guck, so sollte das dann aussehen. Das ist jetzt die Oberseite und das ist jetzt die Unterseite. So, gucken, ob kein Dreck dran ist. Sonst ist es dicht, dann zieht der nämlich hier Falschluft. Ne, und das kann der Luftmassenmesser nicht messen quasi. Ja, dann läuft der Motor nicht richtig. Schwankungen, Drehzahl, heult auf oder wie auch immer. Ne? Also das ist hier das A und O. Weil du kannst das hier nicht abblasen oder sonst irgendwas, um zu gucken, ob da eine Undichtigkeit drin ist. Du kannst es höchstens einnebeln. So, Freunde, jetzt mache ich das, wo ich mich schon zweimal geärgert habe. Und jetzt sollt ihr euch mitärgern. Das ist jetzt nicht ganz zu sehen. Ich habe jetzt hier zwei Helikoids schon gesetzt. Weil beim Zusammenschrauben das plötzlich weich geworden ist. So, jetzt nehme ich hier vorne ein 8,5er Bohrer, bohre hier rein und schneide dann eine Winde. Natürlich aufpassen, dass du hier nicht irgendwas zerbohrst. Ne? Und kurioserweise immer nur am Rand. Es ist wahrscheinlich weich geworden, das Aluminium, ich weiß nicht. Vielleicht kann ja der ein oder andere was zu sagen. Jedenfalls ist es jetzt der dritte Helikoil. Und wenn jetzt die Winde da unten drin so schneiden, habe ich mir hier so ein Schneideisenverlängerung gekauft hier, ne? Kannst hier unten deine Windebohrer inspannen und dann hast du hier noch mal einen Schalter für den Rechts-Links-Lauf und immer für die komplette mittlere Sperre. Da kannst du also so und so rumdrehen, wie man eigentlich auch beim Schneiden macht. Und dann kannst du hier ganz gemütlich deine die Winde schneiden. Übrigens hat ein M10 die Windeschneider, ne? Und ich schneide jetzt mal die Winde rein und dann setzen wir mal den Helikoil in. Und dann schauen wir mal, ob wir den nachher festgezogen kriegen. Jetzt haben wir hier den Helikoil, das ist wie so eine Art Feder. Ne? Da hat man dann so einen Stift hier. Oder so einen Haken, wo man den reinstecken kann und dann kann man den da unten drin drehen. Und der Helikoil dann reingedreht ist, der Helikoil, denn ja, sieht man kaum noch, aber du musst hier oben, das muss eine glatte Fläche ergeben,
Ne? Darf also nicht übergucken, sonst kriegst du die nicht dicht und dann saugt er da Luft an. An dem Helikoil unten ist natürlich noch zum Rindschrauben, siehst ja hier bei dem Schlitz, ne? Und so eine Art Spange dran und die müssen wir jetzt mal immer durchschlagen, dass das abbricht, hat so eine Sollbruchstelle. So, jetzt saugen wir das alles hier unten ab und dann können wir das versuchen wieder hochzubauen und nach Drehmoment anzuziehen. So Freunde, auf ein neues. So, Ansaugspinne drin hier. Nach oben, nach oben, nach oben. Da muss so viele Sachen müssen nach oben hier. So, das muss nach oben. Das muss nach oben. Wo ist er hier? Wo ist der andere Lümmel hier? Das muss irgendwie nach oben. So, glaube ich. Und dann müssen wir das mal ausrichten, mal gucken, wie das am besten läuft hier. Und dann müssen wir das noch zusammenstecken, kommt noch dazu. Aber jetzt hier dann Verkleidung wieder anbaue, muss ich den erstmal starten und später dann da hinten noch in der Ecke, da wo die Benzinleitung ist, mal hinfahren und mir einen neuen Schlauch quetschen lassen. Ja, der geht nämlich dann hier durch und dann ich glaube zum Kohlefilter hin oder so. Ich muss ja erstmal gucken.
So. Eigentlich halt alles dran. Kann den jetzt starten. Und ich hoffe mal, muss ich nach unten festmachen, richtig? Dass ich alles richtig angeschlossen habe. Und jetzt noch den Satz des Pythagoras. Vielen Dank für Zugucken. Ich habe jetzt auch die letzten Meter ein bisschen Zeitraffer gemacht, weil es einfach viel zu viel mit der Schrauberei. Der hat jetzt noch ein kleines bisschen gesägt im Leerlauf. Ich denke mal, dass ich hier vielleicht ja ein bisschen den Leerlaufregler, Steller, Regler, wie auch immer das Ding heißt, sauber mache. Und ja, ansonsten ist mir nichts weiter aufgefallen. Dann kann ich nämlich das hier oben alles noch anbauen, die ganze Abdeckung. Vorher mache ich das alles ein bisschen sauber, damit das auch da auch seinen Glanz hat. Und dann denke ich mal, kann man damit mal fahren irgendwie. Trocken ist auch alles. Na, der Rest wird sich dann rausstellen. Gut, also wie gesagt, bis die Tage, euer Torti.